Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die Top 10 Entenhausener Charaktere. Und vorweg ist erstmal gesagt, es handelt sich hierbei um meine persönliche eigene Meinung, was ich an ihnen gut finde und was nicht. Und ihr könnt ja gerne eure Top 10 oder Top 5 Liste, je nachdem, in die Kommentare schreiben. Lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen, wenn ihr auch meine anderen Videos abcheckt und mich unterstützen würdet. So. Fangen wir an mit Nummer 10. Nummer 10 auf meiner Liste haben wir einen skrupellosen Geschäftsmann, der ganz schön viele Jahre auf den Bückel hat. Und es ist kein geringerer als Mac Manisack. Platz 10 auf unserer Liste belegt nämlich, Mac Manisack. Was finde ich an Mac Manisack so interessant? Und auch vor allem so cool. Also erstmal ist es seine Gebung. Zum einen, Mac Manisack ist ein skrupelloser Geschäftsmann, der wirklich alles tun würde, um Dagobert Duck aus dem Geschäft zu treiben. Er ist viel härter als Klaas Clever, viel härter als Dagobert Duck sogar. Und ich finde es schade, dass Mac Manisack wirklich nicht so auf den LTBs vorkommt. Hätten die wirklich besser machen können. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass der von Klaas Clever so erlöst wurde. Aber Mac Manisack ist in generell einfach nur ein sehr, sehr cooler, skrupelloser Geschäftsmann in meinen Augen. Und alle Geschichten, wo der mit Dagobert Duck und Klaas Clever vorkommt, sind einfach nur legendär in meinen Augen. Und er hat sich definitiv Platz 10 auf meiner Liste redlich verdient. Machen wir Platz für Nummer 9. Was isst ihr eigentlich gerne so an Obst? Also, ich esse gerne Äpfel, Kirschen, eigentlich so einiges. Kokosnuss, Melonen. Ah, vor allem Melonen sind lecker. Aber jetzt, wo wir gerade über Melonen sprechen, die Melonen von Klaas Clever sind nicht sehr lecker. Und damit hätten wir auch schon Platz Nummer 9, nämlich Klaas Clever in meiner Liste. Klaas Clever ist auch ein Geschäftsmann, skrupellos würde ich jetzt mal nicht behaupten, so wie Mac Manisack. Klaas Clever ist aber der Fall, ich musste mich so entscheiden, ob ich Klaas Clever so auf den 10. oder 9. Platz stelle. Ah. Aber Klaas Clever kommt öfter vor und ein Pluspunkt bei Klaas Clever hat auf jeden Fall gepunktet bei mir. Denn in LTB, ich weiß gerade die LTB nicht, Entschuldigung, aber in LTB wurde, das heißt, alle gegen ein und in den Kapitel alle gegen ein, da sehen wir nämlich Klaas Clever, da sehen wir nämlich, dass Dagobert Duck als Geist auftaucht und Klaas Clever so ein bisschen verarscht so. Aber Klaas Clever weiß halt, wie gesagt, nichts davon. Und Klaas Clever, der an dem Moment zeigt er sein wahres Gesicht. Er bittet Dagobert Duck um Verzeihung dafür, dass er ihn aus dem Markt gedrängt hat und ihn wirklich alles genommen hat. Und allein das ist schon einer der größten Beweise, dass man doch eine gutherzige Person im Inneren ist. Und dazu zählt auf jeden Fall Klaas Clever. Klaas Clever wird immer auf ewig der ewige Rivale von Dagobert Duck sein. Ich finde das auch gut so, aber dass Klaas Clever offen und ich bin ganz offen und ehrlich mit euch, öfters mal seine guten Seiten zeigt, ist wirklich schön zu lesen, in generell, wie man sich mit seinen Rivalen für einen Moment gut verträgt oder zusammenarbeitet. Das ist mal ein ganz anderes Gefühl oder Feeling, wie zum Beispiel Dagobert Duck oder Gunde Gaukelei. Kommen wir zu Platz Nummer 8. Und da hätten wir jemanden, den man noch für gewöhnlich nicht so weit unten auf dem Treppchen erwarten würde. Es ist ein Kleinkrimineller, der sehr oft mit Mickey Mouse zu tun hat und ich mag ihn wirklich sehr, aber das ist nicht wegen bestimmter LTBs. Die Rede ist von Platz Nummer 8, Kater Carlo. Warum finde ich Kater Carlo wohl so interessant? Also die Frage ist ganz leicht zu beantworten. Es sind nicht bestimmte LTBs, sondern auch wieder seine Gebung. Ich finde, in jedem LTB, wirklich in jedem, wo Kater Carlo drin vorkommt, egal ob mit Isel, Steinbeiß oder mit Mickey Mouse, und generell mit Mickey Mouse, sind die Geschichten mit Kater Carlo und Mickey Mouse einfach nur genial. In generell auch in der Mouse Edition oder in der LTB 50 Jahre Fan Edition, da konnte man auch wieder sehen, was Kater Carlo eigentlich für eine Person ist. Ich habe über Kater Carlo ein Video gemacht, warum Kater Carlo gute Person im Inneren ist. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Die Fakten dort sind legitim und auch alle richtig. Und da könnt ihr euch absolut drauf vertrauen, dass die Fakten alle für sich sprechen und richtig sind. So,
kommen wir aber nun zur Nummer 7. Und da ist jetzt, muss man jetzt, da muss ich jetzt ganz ehrlich, na, also ich denke nicht, dass alle von euch ihn kennen werden, aber die, die sich sehr gut mit LTBs auskennen, werden ihn kennen. Und wenn ihn, und ich weiß auch nicht, wie ihr zu ihm steht, aber ich persönlich finde die Nummer 37, nämlich Hubert Bogart, wirklich sehr gelungene Zeichentrickfigur. Also aus dem Egmont-Universum. Warum finde ich Hubert Bogart denn so interessant? Also, zu einem ist es da das Feeling. Also, ich finde es cool, dass es einen Inspektor gibt, einen Privatdetektiv, der für Dagobert Duck arbeitet und dann auch noch so trottelig ist und so doof eigentlich, aber dennoch alles schafft, was man möchte. Und nein, da, und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, hö, dafür gibt es doch Esel und Steinbeiß. Ich finde Esel und Steinbeiß verschwendetes Potenzial. Ich finde die beiden gut, witzig, aber ich muss auch ganz ehrlich zu Esel und Steinbeiß sagen, dass die beiden nicht wirklich ihr vollstes Potenzial entfalten. Sie sollten öfters zusammen auftreten. Sie treten immer sehr oft einzeln auf. Und in den Geschichten, wo sie drin vorkommen, spielen die eher so eine kleine Nebenrolle. Und das finde ich so ein bisschen doof. Aber es gab ein LTB mit Hubert Bogart und mit der roten Farbe, die explosiv ist. Und seit dem Kapitel habe ich mich in Hubert Bogart verliebt. Ich musste mich hier echt entscheiden, ob ich Hubert Bogart ja hier auf den 7. oder auf den 8. Platz gebe. Weil Katakalo und Hubert Bogart, also. Aber dann gehe ich doch eher nach Sympathie und nach Charaktereinstellung in meinen Augen. Hubert Bogart hat nämlich alle drei, nämlich Comedy, Action und Spannung. Das ist das, was ein LTB immer, das ist das, was ein Kapitel immer dabei sein sollte, in meinen Augen. Und wenn alles drei fehlt, ist es, Entschuldigung, scheiße, so galopp gesagt. Ich lese jetzt ja wirklich schon seit 5-6 Jahren lustige Taschenbücher. Mein gesamtes Wissen liegt in den Büchern, die ich gelesen habe. Wer aber zum Beispiel alles gemacht hat oder wie es hinter den Kulissen aussieht, davon weiß ich nicht viel. Darüber können euch aber meine LTB-Kollegen und Freunde aus der LTB-Gruppe euch was sagen. Ich werde auch jetzt wieder einen Link in der Videobeschreibung drüber verlinken, der ist dann wieder aktiv, wir haben wieder Probleme geregelt. Und bei Ihnen könnt ihr wirklich sehr viel LTB-Wissen erlangen, bei mir erfahrt ihr nur mein eigenes Wissen, was ich aus meinen lustigen Taschenbüchern gesammelt habe. Denn alles, was ich an Wissen hier anwende, ist inhaltlich, was ich gelesen habe und mir gemerkt habe. So, aber weiter im Text. Kommen wir weiter. Wir waren ja bei Hubert Bogart. Platz 7 in unserer Liste. Also, wie gesagt, deswegen finde ich ja auch Hubert Bogart so cool, allein wegen der drei Aspekte. Hubert Bogart ist spannend, ist auch voller Action gewesen in den Kapiteln und Comedy war auch da. Hat so ein Dussel-Feeling, so ein Flederduck-Feeling und da bin ich wirklich stolz drauf. Es sollte mehr Hubert Bogart-Geschichten in meinen Augen geben. Es sollte wirklich viel, viel mehr Hubert Bogart-Geschichten geben. Aber das ist auch nur Wunschdenken, weil den gibt es nicht. In jedem LTB, der kommt auch wirklich sehr wenig vor. Ich finde, also ich würde es schlecht finden, wenn er wirklich jetzt in fast jedem LTB dabei wäre, weil dann würde er seine einzigartige Art und das Feeling vergessen, verlassen. Aber ich finde, also der sollte schon ein bisschen öfter dran kommen, aber nicht zu oft so. Und ich finde mal, in dem neuen LTB ist eine Hubert-Bogart-Geschichte, die wirklich nur um ihn handelt, oder vielleicht mal um Dussel, weil die Kombination passt halt. Oder Esel Steinbeiß mit Hubert Bogart zusammen, das wäre auch noch eine gute Kombination. Aber das ist ja auch, wie gesagt, alles Wunschdenken und wir wissen nicht, ob das alles erscheinen wird. Kommen wir zu Platz Nummer 6. So, das wird euch jetzt allerdings sehr verwundern. Nämlich, wir alle wissen ja, wer sich auf Ausrüstung von Phantomia spezialisiert. Nein, wir reden es nicht von Phantomias und ja und nein, denn es geht nämlich um Daniel Düsentrieb. Aber halt, nein, es geht nicht um Daniel Düsentrieb. Das habe ich jetzt mit Absicht gesagt, denn es geht eher um den, der hinter den Kulissen von Daniel Düsentrieb arbeitet. Ich gebe euch einen Tipp. Ist schlank, dünn und hat eine Glühbirne auf dem Kopf.
und wurde von Daniel Düsseldorf erfunden und hat menschliche Emotionen Unendlichkeit. Und ja, jetzt spätestens jetzt müsstet ihr wissen, wer es ist. Die Rede ist von Nummer 6 auf dieser Liste, Helferlein. Warum finde ich Helferlein so interessant und warum finde ich Helferlein wohl so cool? Also, ich fand Daniel Düsentrieb schon immer ganz cool, aber dann, als Helferlein kam, einfach noch besser. Also, tut mir wirklich leid für Daniel Düsentrieb. Gäbe es eine Top 15 oder 20 Liste, würde er drin vorkommen. Spoiler, er kommt nämlich nicht weiß drin vor. Aber Helferlein ist wirklich eine Nummer für sich. Dieses Neugierige, dieses, so wie wir uns Helferlein ansehen, das Neugierige von Helferlein, dieses Besserwissere, diese Art von Helferlein. Also ich finde das wirklich, also klasse, wie die Helferlein gemacht haben. Helferlein ist dieser tolle, lustige Maskottchen von Daniel Düsentrieb. Und Peter versucht immer, wenn Helferlein etwas sagen möchte, immer mit der Lampe blinkt oder während eines LTBs mit Daniel Düsentrieb vorkommt, der dann so cool, zum Beispiel Tricks auf den Seil macht, das gab es auch. Und das fand ich wirklich einfach nur genial. Also, Helferlein ist wirklich einer der besten, die sie erstellt haben. Und ich finde es gut, dass Helferlein nicht, ja. Sag, bei, nee, nee, doch, schon, also. Ja, gut, egal. Also, ich finde Helferlein wirklich sehr, sehr genial. Und meiner Meinung nach sollte Helferlein sein eigenes LTB bekommen, seine eigene Sonderedition in der Form einer Jubiläumsausgabe mit sich selbst drauf, also mit dem Helferlein-Bild auf dem Cover drauf. Cover-Design ist ja immer sehr wichtig in meinen Augen. Ist zwar übertrieben, wenn ich 50% sage, aber es ist halt so. Und kommen wir nun zu Nummer 5 auf dieser Liste. Wir haben die Hälfte erreicht. Wir sind jetzt mit der Hälfte der Liste durch. Und bislang war es ja sehr spannend und auch ein bisschen so nachvollziehbar. Einige Sachen, die uns auch haben uns auf der Liste ja so ein bisschen überrascht mit Hubert Bogart, Helferlein und vielleicht auch Max Manisack. Aber jetzt wird es auch ein bisschen offensiver besser. Nämlich geht es jetzt um Platz Nummer 5. Nicht um eine Person, nicht um zwei Personen und nein. Auch um drei Personen. Es geht nämlich um die drei Enten. Tick, Trick und Track. Ich musste mich jetzt hier so ein bisschen streiten, auch wegen dem Platz, ob ich Tick, Trick und Track lieber doch auf Platz 4 oder 5 packe. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also Tick, Trick und Track sind wirklich einfach nur genial in meinen Augen. Also sind wirklich die Neffen von Donald Duck. Ich finde die in Kombination mit Donald Duck richtig genial. Auch generell mit Dagobert Duck auch komplett gute Kombination. Ich meine, wer sieht die nicht gerne? Die Enten, die immer Besserwisser sind. Die so eine Mischung aus schlau und dumm sind so. Weil in vielen Fällen auch Donald halt recht hat. Und das finde ich auch. Das ist so, so auch gezeigt. Das finde ich ganz gut. Zum Beispiel auch an die Jüngeren, die die lustigen Taschenbücher lesen. Die dann auch erzogen werden müssen etc. Die dann auch sowas sehen, dass Dagobert Duck, die Donald Duck, die auch erzieht, ist auch so ein Faktor, nur so ein kleiner Faktor. Und auch meine eigene Meinung. Ihr könnt ja dazu auch ja gerne was in die Kommentare schreiben. Und was mich aber so veranlasst, Tick, Trick und Track auf den 5. Platz, nicht auf den 4. stellen, ist leider, dass es Kopien, sogenannte Kopien gibt. Nämlich die Neffen von Daisy Duck. Ich weiß nicht ganz, wie die hießen, aber es sind genau wie diesen, genau wie Tick, Trick und Track, nur in Pink. Und in Mädchenform. Und das, ha, da haben sie wirklich das gesamte einzigartige Feeling kaputt gemacht. Mickey Mouse hat ja auch Neffen. Drei an der Anzahl Mäuse. Aber, na, die finde ich ganz cool. Die finde ich relativ gut gelungen. Finde ich cool. Nicht besser als Tick, Tick und Track, aber ich finde die ganz cool. Und dagegen kann ich auch wirklich echt nichts behaupten oder sagen. Kommen wir aber nun zu Nummer 4 auf meiner Liste. Und hier musste ich mich ja auch, wie gesagt, streiten. Auch hier zwischen Platz 5 bis 3 war echt schwierig zu entscheiden. Wir sind jetzt bei Platz Nummer 4. Und ja, wir wissen alle, dass dieses sogenannte Tier auf die in dieser Liste vorkommen wird. Und es musste auch vorkommen, denn es handelt sich um die Person Tier Mickey Maus. So. Wir wussten alle, Mickey Mouse wird in dieser Liste vorkommen. Aber ich denke, einige von euch hätten ihn vielleicht weiter unten geschätzt. Ich weiß ja nicht, wie ihr zu Mickey Mouse steht. Also,
Mickey Mouse hat schon ein bisschen Kritik abbekommen, so. Und Mickey Mouse ist unbeliebter als Donald Duck, sagen wir das mal so, weil Mickey Mouse halt so sein eigenes, weil Mickey Mouse wird halt so selten mit Dagobert und da Donald oder generell Tick, Tick und Track gesehen. Das sollten die auch echt mal öfter einführen, dass Mickey Mouse als Freund mit denen interpretiert ist, weil sie sind ja auch eigentlich alle befreundet. Es gab auch in einer LTB, ich glaube, das Neueste, was ich jetzt schon gelesen habe, wo Dagobert Duck auch Mickey Mouse auf eine Reise mitnimmt. Ja, das war auch tatsächlich so. Aber solche Geschichten, bitte mehr davon. Da kann man auch viel besser, viel mehr über Mickey Mouse sagen, weil es gibt nicht viele gute oder gute Charaktere in meinen Augen im Mickey Mouse Style so. Mickey Mouse, was ich aber an Mickey Mouse so hoch und so gut finde, ist, wie gesagt, die Kombination mit Kater Carlo, in meinen Augen einfach nur top. Die Gebung von Mickey Mouse, wie Mickey Mouse sich einfach um jeden und alles sorgt und sogar Regeln bricht und Gesetze überschreitet, nur um seinen Freunden zu helfen. Da hätten wir ja auch zu einem Goofy auch, Trottel, den Mickey auch immer helfen muss. Wenn sogar hart auf hart kommt, dann hilft sogar Mickey Mouse Kater Carlo. Das kam auch schon öfter in einem LTB vor und immer mehr davon. Immer mehr davon, wie gesagt. Immer, 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 immer mehr davon. Und also ja, ich bin richtiger Fan. Ich bin richtiger Fan von Mickey. Die 90er Jahre Fan Edition von Mickey. Die 90 Jahre Mickey Mouse Fan Edition. Oh Gott. Die 90 Jahre Mickey Mouse Edition hat mich auch echt, hat jetzt auch noch mein Gefühl, dass ich Mickey Mouse mag, echt verstärkt. Und dazu muss man auch sagen, ich finde die Mouse Editions sehr, sehr gut. Es gibt einige Kritik an die Mouse Editions. Einige Leute finden die Mouse Editions echt nicht gut oder nicht gut gelungen, soweit ich mitbekommen habe. Irgendwie ist da, weiß ich auch nicht. Aber ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, aber jeder eben seine Meinung. Und ja, damit bin ich total fein. Also, wo waren wir? Ja, genau, bei der 90 Jahre. Bei der 90 Jahre Mickey. Nee, ach ja, jetzt waren wir bei der Kritik mit. Die Kritik, die an den Mouse Editions gehegt wurde. Ich kann das, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Ich habe bislang auch wirklich nur eine gelesen. Ich habe jetzt zwei bekommen. Ich habe ja eine von dem lieben Mr. Maus bekommen. Die Mouse Edition Teil 1. Und ich habe ja noch selber mir eine an der Bude mal gekauft. Das, glaube ich, Teil 13, die neueste Mouse Edition. Tatsächlich bin ich noch gerade dabei, ein anderes LTB durchzulesen. Ich muss es auch echt schnell durch. Also, ja, ich muss mir auch echt Zeit lassen mit dem Lesen, weil, wie gesagt, wir ziehen um. Es dauert alles und meine Bücher sind alle im Karton und ich kann diese Bücher nicht leben und ja, ich muss es echt sparen. Aber kommen wir jetzt zu Platz Nummer 3 und hier musste ich mich ja auch streiten, wen ich hier genau auf den Platz setze. Aber wir alle wissen auch, dass diese Person hier auch vorkommen muss. In jedem Falle muss auf Platz 3 nämlich Dagobert Duck auch vorhanden sein. Dagobert Duck, selbes Thema wie McMoney Sack und Klaas Clever, halt nur Nummer hoch. Das, was bei Dagobert Duck bei mir so punktet und was ihn auch wirklich so gut macht, ist, Dagobert Duck hat erstens, es gibt mehrere Punkte, eine sehr gute Seite in sich, wo er auch immer mal Donald auch Geld gibt, auch wenn er es nicht möchte und auch in seiner Form ist es halt, also Dagobert Duck wird halt als übelster Geizhals beschimpft. Ist er ja auch, aber in seiner Form, während er Donald Geld gibt, ist das schon sehr großzügig für seine Verhältnisse. Also, es ist halt großzügig auch von ihm, dass er ihn überhaupt Schulden ablässt, etc. Was ich auch noch aber sagen kann über Dagobert Duck ist seine unglaubliche Reiselust. Nämlich reist er immer mit seinen Neffen Tick, Trick und Track. Also da ist Dagobert Duck immer flexibel. Er ist ja, wie gesagt, einmal mit Mickey Mouse geflogen oder zwei oder dreimal sicher. Mit Tick, Trick und Track, Donald Duck. Sicher auch mal mit Daisy etc. Sicher auch mit Dussel und Gustav. Also ja, die sind schon öfters schon Zeit zusammen verbracht. Und der fliegt auch immer mit seiner Familie hin. Und da ist Dagobert Duck flexibel, weil er wirklich mit einigen aus dem Entenhausener Universum zusammen auf Reisen geht und
Wenn wir uns dann zum Beispiel Abenteuer aus Onkel Dagoberts Schatztruhe angucken, ich glaube, davon gab es 2 bis 6 Teile. Ich habe den zweiten Teil davon. Und da ging es um ein Spukschloss. Und allein das fand ich schon richtig gut. Und richtig cool. Aber ich glaube, das war auch eine Anspielung auf die. Ich habe ja die DuckTales Collection 1 bekommen. Und da ging es ja auch in der ersten Collection um den Geist Strange Duck. Und ich glaube, das hat sowas, das ist ähnliches, sowas mit zu tun. Ich glaube, das Kapitel war irgendwas mit Tartan. Der Tartan. Die sind halt die Vorfahren von den ehemaligen gewesen. Der Dagobert Duck. Joa. Komm, und was ich auch noch sagen wollte, war das mit der Großzügigkeit von vorhin noch mal kurz anzusprechen, nämlich Dagobert Duck gibt auch nicht nur Donald nicht so viel, also Dagobert gibt auch Donald kaum Geld und nicht nur, weil er geizig ist, nein, nein, sondern ihr müsst auch diesen Hintergrundeffekt darüber sehen. Ihr müsst den Hintergrundeffekt dahinter sehen, denn sehr oft gibt es Anzeichen darauf in den LTBs, die stehen nicht irgendwo geschrieben, aber so kommt es definitiv rüber, wenn man wirklich länger schon liest. Kapitel nochmal liest, dann merkt man selber, dass es nur für Donald zum Lernen ist. Donald muss lernen, mit Geld umzugehen. Und genau das versucht Dagobert ihm dadurch zu zeigen. Und Dagobert Duck versucht ihn auch beizubringen, den Taler und den Zehner zu ehren. Also möchte Dagobert ja gar nicht, eigentlich nichts Negatives von Donald. Und es gibt auch ein LTB, wo Dagobert Duck Donald in seinem Testament mit einem Beruf hat. Und in der Zukunft, da spielt er auch in der Zukunft, denn in der Zukunft ist Donald Duck tatsächlich sogar, hat Donald Duck sogar tatsächlich Dagoberts altes Vermögen geerbt und sogar alles verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht. Das war ja auch schon harte Sache. Aber wir kommen nun zu Platz Nummer 2. Und also hier muss ich auch jetzt wirklich sagen, es wird euch übelst überraschen, aber dazu wollte ich auch noch ein Video machen. Ich habe vorhin auch noch vergessen zu erwähnen, dass ich über Klaas Clever auch noch ein Video machen werde, was seine guten Seiten sind und warum. Den Spoiler habt ihr ja schon erfahren. Aber wenn ihr ihn erfahren habt, schreibt ihn bitte nicht in die Kommentare. Okay, Dankeschön. Nämlich geht es um Platz Nummer 2, Flederdack. Ja, die Rede ist von Flederdack aka Dussel. So. Ich habe noch vergessen, am Anfang des Videos zu erwähnen, dass wenn es Geheimidentitäten wie Phantomias oder Flederduck gibt, sind damit auch Donald und Phantomias gemeint, in einer Liste auf einen Platz. Und dasselbe gilt auch für Flederduck und Dussel. Ich weiß echt nicht so viel über Flederduck, aber was Flederduck wirklich auf den zweiten Platz gehauen hat, das muss schon was heißen. Denn in dem LTB 542... Oh Gott, wie hieß das? Ey, warte, warte, einmal kurz. LTB 542. LTB 542, Wohin des Weges Phantomias. Arbeiten ja im ersten Kapitel Phantomias und Flederduck zusammen. Und da sieht man echt, wie witzig und wie emotional cool einfach Flederduck ist. Also der hat mich auch schon emotional berührt. Nicht weil er es so rübergebracht hat, sondern... Ja, ist schwer auszudrücken. Ich fand Flederduck einfach nur echt genial und das hat mich da echt berührt, wie der so drauf ist. Flederduck ist mir wirklich seit diesem Moment ans Herz gewachsen und ich kann nur drum beten, dass öfters Flederduck Comics und LTBs erscheinen. Und an diejenigen an euch, ich würde euch jetzt gerne bitten, wenn ihr die Zeit dazu habt und Lust habt, wenn ihr noch mehr LTBs kennt, wo Flederduck vorkommt, dass ihr mir dann vielleicht in die Kommentare schickt oder mir auf Discord per Privatnachricht oder in die LTB-Gruppe und mich dann pingt oder so. Das wäre wirklich sehr nett von euch und würde mir auch echt eine Menge helfen, weil Flederduck, ich habe mich echt in dem ersten Augenblick in ihn verliebt. Bin ich ganz ehrlich. Aber wir alle wissen ja, Flederduck ist ja Dussel und da ist ja auch wieder die drei Aspekte, nämlich Comedy, Action und Spannung. Und dann auch noch das Feeling, wenn Phantomias und Flederduck zusammenarbeiten, einfach nur genial. Und das bringt es auch schon auf die Nummer 1 auf unserer Liste. Und ich habe schon angesprochen, wir alle wissen, dass diese Person auf jeden Fall drin sein muss.
diejenigen, die mich jetzt schon ein bisschen besser auf YouTube oder auch auf Discord kennen, auch von der LTB-Gruppe. Und an der Stelle könnt ihr jetzt kurz das Video an alle aus der LTB-Gruppe. An der Stelle könnt ihr ja jetzt eben kurz das Video auf Pause drücken, wenn ihr das schaut. Und dann könnt ihr in die Kommentare schon mal oben hinschreiben. Rate, dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, ich rate und dann den Charakter, den ich jetzt auf Platz 1 stelle. Nämlich, es handelt sich um Phantomias. Und ja, jeder, der mich jetzt wirklich schon länger kennt, weiß, dass Phantomias mein Liebling ist. Denn ich habe angefangen, die LTBs zu lesen an der Geburtsstunde von Phantomias. Mein allererstes LTB war Phantomias ist wieder da. Und das LTB hat mich wirklich geprägt. Das hat wirklich alles dafür gesorgt, dass ich mir die Bücher weiterholen wollte. Dieses LTB ist einfach nur wirklich für mich emotional das wichtigste und beste Erlebnis, das beste LTB, was jemals auch von Phantomias kam. Es ist tatsächlich auch eins der ersten und ich bin wirklich sehr stolz drauf. Ich habe ja damals meine Mutter angelogen vor 5, 6 Jahren, dass ich ja wegen Schulausflug unbedingt lustige Taschenbücher brauche. Unbedingt wirklich brauche. Derbe. Und ich weiß, man lügt nicht, aber ich habe sie damals angelogen, weil ich sie auch eins wollte. Und ich habe es nicht bereut bis heute. Weil sonst würde ich niemals diese Bücher jetzt so eine fette Sammlung besetzen. Wobei fette Sammlung ist ja auch immer im Auge des Betrachters. Also für meine Verhältnisse habe ich halt schon eine fette Sammlung, weil ja, ich bin 15, ich gehe noch in die Schule und ist halt alles schwer zu bekommen, so, ne? Und ich habe bislang alles und jetzt auch noch, was einige von euch nicht wissen, ich habe alles bislang ohne Abo gemacht. Alle Bücher ohne Abo gekauft oder geschenkt bekommen. Aber was mich. Also ich muss wirklich nicht viel über Phantomias sagen, oder? Also genial, einfach nur genial. Die Ultimate, wie gesagt, das LTB, was mein allererstes LTB war, ja, Phantomias ist wieder da und das ist halt so ein übelstes Nostalgiegefühl. Und mit Phantomias ist natürlich auch Donald gemeint, der ist auch ebenso mit auf der Liste gemeint. Phantomias und Donald teilen sich nämlich den ersten Platz, weil es sind ja die einen dieselbe Person, wieder vor allem mit Fledersack auf dem zweiten Platz mit Dussel. Und ich bedanke mich nochmal für alle, die bis hierhin zugesehen haben. Es ist ein langes Video, aber der Aufwand war es mir sehr wert. Es ist auch viel länger geworden als mein erstes, was ich gemacht habe. So hier nochmal extra Mühe gegeben. Aber mir ging es hier wirklich um meine persönliche Meinung und um meine Top 10 Charakterliste. Ich werde nicht eine Top 15 oder eine Top 20 Liste machen. Als wäre zu aufwendig. Und das wäre auch zu extrem, außer die Nachfrage wäre groß. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was eure Top 10 Liste ist. Und vor allem könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was mein nächstes Video sein soll. Also, was das nächste Format werden soll. Morgen wird, denke ich, dann wieder, ja, ich spoil jetzt mal kurz ein Video über Flederduck, über Klaas Clever oder Flederduck kommen. Oder es kommt wieder ein Quiz-Video. Da gucke ich noch, wie Lust und Laune ich habe, so, ne? Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Top-Listen ihr gerne noch sehen würdet. Ihr könnt mir auch, ich könnte ja auch gerne, wenn ihr wollt, eure Top 10 oder eure Top 5 Entenhausener-Charakterliste machen. Wenn ihr es wollt. Ihr müsst mir dann nur in die Kommentare schreiben oder ich frage euch einfach intern in der LTB-Gruppe. Also, ihr könnt, also schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Charaktere ihr gerne magt und schreibt mir auch gerne auf Discord, wenn ihr auch eine Top-Liste von euren Lieblingen haben wollt, wo die dann vorkommen. Community-Top-Liste. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen und ciao!